Bier von dem Köster noch haben immer Glitzer dabei. Für den Glitzer. Alle kriegen Glitzer. Glitzer. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queerformat. Und wir sind wieder auf einem CSD. Und zwar in Stendal in Sachsen-Anhalt. Das ist der dritte an der Zahl, der hier stattfindet. Und wir haben uns gedacht, wir schauen mal vorbei und wir fragen mal ein paar Leute, warum ist es ihnen wichtig, hier auf einem ja doch eher kleineren CSD präsent zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Zeigen, du hast deine Haare in Regenbogenfarben gefärbt. Ja, nicht gefärbt, das ist nur aufgemalt. Das heißt, heute Abend ist es wieder weg? Genau. Warum trägst du die nicht immer so? Ich habe das gestern Abend also relativ spontan gemacht, hätte ich keinen Termin beim Friseur gemacht. Und es gab halt so zum Kaufen nur Anmalfarbe. Aber ich bin tatsächlich überlegen, ob ich das noch richtig mache, dass ich das länger habe. Warum bist du heute hier als Teufel und als Palmenmenschen, als Papagei in Stendal mit dabei? In erster Linie, weil ich es kann. In zweiter Linie, weil ich in Stendal mittlerweile wohne und einfach um präsent hier zu sein. Ne? Und ich sag mal, weil ich einfach kann, weil man hier jetzt akzeptiert wird und weil niemand jetzt hier blöd ankommen würde, wie siehst du aus? Ne? Warum hast du dich heute so gekleidet, wie du dich gekleidet hast? Weil es für mich schön ist. Das ist mein Stil. Würdest du so auch rumlaufen in Stendal ohne CSD? Zwei Punkte. Also erstens nein, weil ohne CSD wäre es ja einfach nicht sicher dafür. Muss man leider sagen, Stendal ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man außerhalb von so einer gesicherten Veranstaltung so rumläuft. Zweitens ja, weil finde ich halt lustig. Ja, natürlich, Glitzer, wir von dem Schwester noch haben immer Glitzer dabei. Für den hier, guck mal, einmal hier, überall. Guck mal, für die Kamera noch einmal. Oh, sehr schön. Ja, guck mal, und die nächste will auch Glitzer. Alle kriegen Glitzer. Glitzer, das sechste Mal in diesem Jahr. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Dass wenn sich jetzt der Kameramann umdreht, dass dann alle verdammten Hände oben sind. Das heißt, wir müssen das mal vorbereiten. Der Kameramann kommt wieder zurück zu mir. Wir bereiten das ein bisschen vor. So muss das sein. Ja, gute Bilder am Ende ist ja auch wichtig, ne? Gute Laune! So catch me if I fall. CSD-Szene sind ganz viele coole Persönlichkeiten und eine Persönlichkeit haben wir auch hier, oder eher ein Tier, ein Dinosaurier. Er kann zwar nicht sprechen, aber ganz viele andere können hier auf dem CSD-Szene sprechen. Und da hören wir mal rein. Wie findest du denn den CSD hier? Ich komme ja aus Stendal, ich bin hier aufgewachsen. Ich will hier auch wieder zurück, ich bin jetzt umgezogen. Also ich liebe die Stadt. Um mein Recht einzufordern, diese zu erkämpfen und auch gleichzeitig Dampf zu machen, dass das SPGG endlich durchkommt. Wegen dem CSD! Und weil ich dafür bin und transsexuell bin. Weil ich Spaß haben will und für unsere Rechte kämpfen. Also, erstens natürlich Spaß zu haben und um unsere.
beide in Schöneberg das erste Mal getroffen. Ja. Das war unser erster CSD im Jahr 2023. Standard unser letzter. Und du bist wieder auch mit dabei. Ja. Warum? Weil ich habe hier viele Freunde und es macht einfach Fun mit den Leuten, die so sind, wie sie sind, einfach zu feiern. Jetzt ist der CSD Stendal der letzte in diesem Jahr hier in Sachsen-Anhalt oder auch deutschlandweit relativ der letzte. Wie fandet ihr denn die CSD-Saison? Boah, also wir waren bisher in Hannover nur das erste Mal. Aber ja, wir finden es echt sympathisch hier. Es gibt so viele Leute, mit denen man sich austauschen kann. Man kann so viele nette Leute kennenlernen und das ist einfach so toll hier. Super! Also jedes Jahr bitte, immer wieder. Und ich komme immer wieder gerne, das weißt du. Der Vibe ist einfach echt krank und du erlebst es halt nirgendwo außer auf dem CSD. Ja. Also ich bin dieses Jahr neu dabei gewesen, auch als DJ. War eine coole Saison, cooler Start. Es war das erste Mal, dass ich in Halle dabei war, in meiner Heimatstadt Magdeburg. Mein persönlicher Favorit. Und ich denke, es baut sich immer mehr auf, es kommen immer mehr Menschen, es wird immer größer. Und die Leute haben Spaß. Alle CSDs, wunderbar. Ich war ja sehr viel vertreten und ich bin begeistert, wirklich immer wieder schön. Und in Magdeburg hast du ja auch einen Menschen getroffen, der heute auch mit dabei ist. Willst du uns da vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Ich habe meine große Liebe gefunden, ja. Süß, oder? Also, man demonstriert nicht nur auf CSD, sondern findet auch seine große Liebe. Du bist ja genauso wie wir fast auf jeden CSD in Deutschland unterwegs. Vielleicht so ein kleiner Rückblick. Wie fandest du denn die CSD-Saison in diesem Jahr? Auf der einen Seite mega schön, weil noch mehr kleine CSDs dazugekommen sind, was ja in den letzten Jahren schon so ein Trend war. Auf der anderen Seite traurigerweise auch der Trend, dass viel mehr Übergriffe waren als in den Jahren zuvor. Das beängstigt mich ein bisschen, aber insgesamt war es eine schöne Saison. Die diesjährige Saison war echt eher traurig, weil in den Nachrichten war ständig irgendwas, vor allem jetzt hier in Sachsen-Anhalt, ständig irgendwas mit Übergriffen und dass irgendwelche Leute da randaliert haben. Deswegen erstmal wichtig, dass es überhaupt dieses Jahr auch wieder super viele gab. Laut, wunderbare Menschen, großartige Leute und vor allen Dingen ganz, ganz wichtige Meilensteine für die queere Community und das ist wichtig. Ich würde mal behaupten, der CSD in Remscheid war dieses Jahr schon eine Besonderheit, weil der einfach winzig klein war, weil es halt eben der erste CSD war. Aber als Remscheid ist? Naja, also da wohnen auch 100.000 Menschen, aber ich weiß Remscheid, für Remscheid war es auch schon wiederum groß und vor allem mega geil organisiert. Und da waren besonders viele Leute, die so ganz, ganz lieb auf mich zugekommen sind und irgendwelche süßen Botschaften mitgebracht haben. Das war toll. Ein bisschen ruhiger als sonst gefühlt, aber hier geht's ab heute. Das ist leider der einzige CSD, auf den ich bin. Ich musste sonst immer arbeiten, hatte keine Zeit. Ja, also ich habe nicht viel mitbekommen. Ja, ganz gut. Ich war ja auch auf vielen anderen, kleineren CSDs in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Thüringen. Also in Erfurt hat man mich gesehen und in Leipzig, Halle auch. Und ja, war ganz gut. War ja meine erste Saison. Deshalb habe ich gestartet und euch auch schon gesehen. Warum ruhiger? Naja, also man hat so an der Stimmung gemerkt, dass nicht so viel getanzt wurde und so weiter. Aber hier geht's ab. Wie gesagt, wollen wir ein bisschen tanzen? Ja, das war der CSD hier in Stendal, der letzte CSD in diesem Jahr für uns jedenfalls. Wir sehen uns dann wieder, leider erst im neuen Jahr, denn wir arbeiten nur ins Konzept und sehen uns dann wieder Anfang des Jahres 2024. Klingt schon ein bisschen weit hin, ist aber bald und dann freuen wir uns, wenn ihr trotzdem uns treu bleibt und unsere Videos schaut. Bis dahin, abonniert gerne unseren Kanal, liked das Video, teilt es natürlich auch und dann sehen wir uns im neuen Jahr. Guten Rutsch, schöne Weihnachten, auch wenn es ein bisschen früh ist. Winke, winke, bye bye, bleibt gesund.